Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal Thomas kocht. Ich bin ein wenig geschwitzt, denn ich habe heute Rosmarinkartoffeln gemacht. Es ist also ziemlich heiß geworden in der Küche. So, das Ergebnis seht ihr hier. Sie sind sehr, sehr lecker, schön knusprig. Es ist einfach zuzubereiten und sie passen einfach zu jedem Gericht. Probiert es unbedingt aus und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Für unsere Rosmarinkartoffeln nehme ich jetzt in diesem Fall geschälte Kartoffeln, aber ihr könnt die genauso gut mit Kartoffeln in der Schale machen. Drillinge zum Beispiel eignen sich super dafür, weil die auch eine schöne kleine Größe haben. Man hört in letzter Zeit immer wieder, die Schale sei giftig. Ist in meinen Augen relativer Blödsinn, denn die Schale mag zwar giftig sein, aber man muss auch immer das Kleingedruckte lesen, beziehungsweise man muss einfach solche Artikel einfach mal richtig lesen. Denn ich müsste wahrscheinlich 50 Kilo von der Schale essen, um irgendeine Vergiftungserscheinung zu bekommen. Und das muss man erstmal schaffen. Ja, also macht euch nicht verrückt mit dem Zeug, was ihr da immer im Internet hört. Manches mag ja stimmen, vieles ist aber auch wirklich totaler Blödsinn. Und in meinen Augen könnt ihr Kartoffelschalen essen, so viel ihr wollt. Ich glaube nicht, dass das wirklich schädlich ist. So, also wir brauchen die Kartoffeln. Ich habe hier festkochende Kartoffeln. Schneidet sie so. Die großen habe ich geviertelt. Die etwas kleineren lasse ich ganz. Und so mittelgroße halbiere ich einfach. Einfach nur deswegen, dass wir die Kartoffeln etwa auf eine Größe bekommen, damit sie gleichmäßig garen. So, das Ganze salze ich jetzt schon mal. Und stelle sie einmal so, wie es ist, in den kalten Wasser einmal kurz zum Kochen auf. Dadurch werden die ganzen ein bisschen knuspriger draußen und haben noch den weiteren Vorteil, dass es auch schneller gart nachher im Ofen. So, dann brauchen wir natürlich noch Rosmarin, Knoblauch, Salz, Pfeffer, ein bisschen Olivenöl und das war es eigentlich auch schon. So, wenn die Kartoffeln schon mal auf dem Herd stehen und aufkochen, gebe ich schon mal ein bisschen Olivenöl in die Schüssel. Könntet auch Sonnenblumenöl nehmen oder ein Rapsöl. Ich mag hier aber persönlich den Geschmack von Olivenöl. So, dann den Rosmarin, den lesen wir einfach ein bisschen ab. Eine weitere Möglichkeit wäre, den Rosmarin etwas später zuzugeben. Denn so werden die ein kleines bisschen nicht verbrennen, aber sie werden ein bisschen knusprig, was ich eigentlich sehr gut finde. Und die Kartoffel bekommt mehr Geschmack, wenn ich sie direkt mit reingebe. Wenn ihr nur wollt, dass der Rosmarin auch noch ein bisschen seine Farbe behält, gebt ihr sie einfach ein bisschen später, kurz vor Garende, mit dazu. Ich mache das, wie gesagt, so, denn dann schmeckt die Kartoffel deutlich mehr nach Rosmarin und ihr könnt diese Rosmarinzweige dann schön mitessen, weil sie einfach knusprig sind. So, das reicht auch schon. Das ist eigentlich fast zu viel. Knoblauch lassen wir in der Schale, so wie er ist, einfach kurz andrücken. Den Handschuh habe ich übrigens nicht an, weil ich es hygienischer finde, sondern weil ich mich geschnitten habe. Also in dem Fall ist es natürlich hygienischer. So, Knoblauch mit dazu. Dann, wenn die Kartoffeln aufgekocht haben, gießen wir sie ab. Sie sollen wirklich nur einmal aufkochen, dann gießen wir sie ab. Lassen sie gut abtropfen, dass kein Wasser dabei ist. Und dann mischen wir das Ganze schön durch und mischen das. Während eure Kartoffeln am Aufkochen sind, könnt ihr euch auch schon mal ein Blech vorbereiten. Ich lege immer ganz gerne ein Backpapier unten rein, denn dann habt ihr es nachher einfach beim Saubermachen. Ja, da haben wir unser Öl mit Rosmarin. Die Kartoffeln haben jetzt einmal aufgekocht. Ich habe sie abgegossen. Jetzt gebe ich sie heiß hier rein. Hat übrigens einen weiteren Vorteil, nämlich das Öl und auch die Geschmacksstoffe werden so einfach besser aufgenommen. So, dann würzen wir das gleich mit Salz. Kartoffeln brauchen relativ viel Salz. Da dürft ihr nicht zu geizig sein. Ihr müsst euch ein bisschen rantasten. Nachwürzen kann man immer noch. Aber so eine Kartoffel verträgt schon ein bisschen Salz. So, dann geben wir das Ganze auf ein Blech.
Ich gebe sie jetzt erstmal bei 200 Grad Umluft in den Herd. Warum Umluft hier oder wann nehme ich überhaupt Umluft und wann Ober-Unterhitze? Umluft hat den Vorteil, dadurch, dass die Luft sich bewegt, verteilt sich natürlich die Hitze schneller und ich kriege eine schnellere Bräunung hin. Der Nachteil ist, dass dadurch, dass die Luft von einer Seite immer nur kommt, gart es meistens nicht gleichmäßig. Das heißt, ich habe meistens alles, was vorne ist, ein bisschen dunkler. Das, was hinten ist, ist oft ein bisschen weißer. Ober-Unterhitze hat den Vorteil, es ist gleichmäßiger, dauert aber meist länger, denn die Hitze steht einfach im Herd drin, es ist keine Bewegung da. Und eine Zirkulation hilft eigentlich immer, wenn ich schnell etwas bräunen will. Deswegen fangen wir zumindest mal an mit Umluft. Und wenn sie dann schön braun sind, können wir das auch umstellen auf Back- oder Ober-Unterhitze. So sehen die Rosmarinkartoffeln aus. Dauert etwa 30 bis 40 Minuten. Wunderschöne Farbe bekommen, Kruste. Duftet super lecker. Und das ist wirklich einfach zu machen. Sie sind eine wunderbare Beilage zu Fleisch und Fisch oder auch einfach Gemüse. Es passt wirklich zu allem. Und eigentlich liebt sie jeder. Rosmarinkartoffeln ist etwas, was jeder mag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Lasst mir ein Abo da, dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Schaut auch mal auf meiner Seite vorbei, auf meiner YouTube-Seite, denn da findet ihr jede Menge anderer Videos noch. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao.